freue mich sehr, im Rahmen der heurigen Veranstaltung Perspektiven der Jugendforschung auf das Thema Jugend und Politik einzubringen. Ich sage ganz offen, Jugend und Politik, das ist ein schwieriges Verhältnis. Ja? Also wenn Sie sagen, naja, war das nicht eigentlich immer schon so? War das nicht auch schon bei den Eltern der heutigen Jugendlichen so, dass die in ihrer Jugendzeit ein schwieriges Verhältnis zur Politik hatten? Und ja, die Antwort ist einfach. Ja und nein. Ja. Auch früher hatten Jugendliche ein schwieriges Verhältnis zur Politik. Ich denke, das ist ein Privileg der Jugend, ein bisschen schwierig zu sein, gerade wenn es um Politik geht. Aber früher waren junge Menschen anders schwierig. Früher waren sie schwierig, weil sie das System gegen den Strich bürsten wollten. Heute sind sie schwierig, weil sie das eben nicht mehr wollen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir beobachten von Seiten der Jugendforschung eine Jugend, die ein hohes Maß an Verunsicherung zeigt, die trotzdem brav und aus meiner Sicht, aus einer Sicht, die schon etwas älter ist, angepasst wirkend am Wahltag zur Wahlurne gehen, ihrer Staatsbürger- und Staatsbürgerinnenpflicht nachkommen, und sich doch denken, I don't like any of these people. Ja? Und die sich eigentlich nichts anderes wünschen, als sich nicht einmischen zu müssen in die Politik. Sie wünschen sich ein Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Ich habe Ihnen da eine Logoparodie aus dem deutschen Online-Jugendmagazin Neues mitgebracht. Ich glaube, das bringt die Sache ganz schön auf den Punkt. Für die Politik und natürlich auch für die politische Bildungsarbeit ist das eine immense Herausforderung. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute, die sich um Jugendliche bemühen, sich für Jugendliche engagieren und junge Menschen für Politik begeistern wollen, dann relativ ratlos reagieren. In informellen Gesprächen, in Telefonaten sagen die dann zu mir, Frau Grossiger, was ist denn nur mit unserer Jugend los? Ja? Und ich versuche ein bisschen zu beruhigen. Ich sage dann, die Zeiten ändern sich und die Jugend auch. Also man muss Jugend immer vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sie groß wird, verstehen. Und das, was wir sehen müssen, ist, dass die heutige Jugend ganz andere Rahmenbedingungen vorfindet, als ich, die Mitte der 60er Jahre geboren ist und in den 80er Jahren Jugendliche war. Die Zukunft der heutigen Jugend wird auf den Ruinen des bisher Selbstverständlichen gebaut. Das hat Heiner Kolb, ein deutscher Kollege, formuliert und ich glaube, das trifft die Sache ganz gut. Wenn wir über Jugend heute sprechen, sprechen wir über Generation Krise. Also eine Generation, die ganz massiv durch eine seit 2008 anhaltende Krisendebatte geprägt ist. Zuerst hatten wir die Bankenkrise, die Wirtschaftskrise, die Finanzmarktkrise, die Schuldenkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise. Jetzt haben wir noch Brexit, ja? Und die Frage, wie geht es da weiter in der EU? Ja? Das ist natürlich etwas, was man nicht so einfach wegsteckt. Ja? Man steckt auch nicht so einfach weg, dass das materielle Wohlstandswachstum nicht permanent, nicht kontinuierlich steigen wird. Ja? In Fachkreisen spricht man von Postwachstumsgesellschaft. Ja? Junge Menschen verwenden natürlich ein anderes Vokabular, aber sie wissen sehr wohl, dass es in unserer Gesellschaft materiell, in materieller Hinsicht, nicht mehr werden wird, sondern dass sie sich unter Umständen auf weniger einstellen müssen als ihre Eltern. In der Jugendsoziologie nennt man das einen Fahrstuhleffekt nach unten. Ulrich Beck hat den Begriff formuliert, ein deutscher Soziologe. Beck sagt, wir alle, jung und alt, wir sitzen in einem Fahrstuhl, ja, dem Fahrstuhl unserer Gesellschaft. Und wir, die wir schon ein bisschen älter sind, sind gewohnt, dass der Fahrstuhl immer nach oben fährt.
Ja? Aber schön langsam müssen wir umdenken. Wir müssen froh sein, wenn der Fahrstuhl auf einem bestimmten Level stehen bleibt. Und vielleicht ist es so, dass die nachrückende Generation realisieren muss, dass der Fahrstuhl ein klein wenig nach unten fährt. Ja? Das verunsichert natürlich. Ja? Vor allem jene, die in weniger sozial privilegierten Milieus heranwachsen müssen. Ja? Diejenigen, die von den gesellschaftlichen Entwicklungen nicht profitieren, die eher verlieren, die auf der Verlierer-Verliererinnen-Seite stehen, ja? Die gehen aber nicht auf die Barrikaden. Ja? Die reagieren ganz anders. Ein deutscher Musikjournalist, Oskar Bixer, hat gesagt, diese Jugend denkt sich, die Disco rettet mich vor der Welt. Und genau das ist es. Also man kompensiert die Unbefindlichkeiten, die das System auslöst. Ja? Das ist die Generation Krise, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Eine Generation, bemerkenswerterweise über sich selber sagt, sie sei eine verunsicherte Generation. Wir haben in einer groß angelegten Jugendstudie, die wir im Herbst-Winter letzten Jahres durchgeführt haben, verschiedene Generationen, Klischees, so würde ich es mal sagen, verschiedene Generationenbeschreibungen, die durch die Medien geistern, den Jugendlichen vorgelegt. Ja? Und haben sie gebeten, zu sagen, was aus ihrer Sicht auf ihre eigene Generation zutrifft. Das Ergebnis war für mich als eine, die mittlerweile seit 20 Jahren in der Jugendforschung ist, schon ein bisschen verblüffend. Die breite Mehrheit hat gemeint, wir sind eine verunsicherte Generation. Ja? An zweiter Stelle kam dann die angepasste Generation. Wir haben kein Problem damit, die angepasste Generation zu sein. Wir sind auch planlos. Ja, wir sind erfolgsorientiert, wir wollen nach oben, aber manchmal auch erschöpft. Wir versuchen selbst uns selbst zu optimieren, um im täglichen Wettbewerb standzuhalten. Das ist so das Bild, das die heutige Jugendgeneration von sich selber zeichnet. Stimmt mich nachdenklich. Und mich stimmt auch nachdenklich, wenn ich mir die Daten näher ansehe und feststelle, dass in einigen Bereichen es ganz massive Unterschiede zwischen bildungsnahen Jugendlichen und Jugendlichen mit mittlerer und niedriger formaler Bildung gibt. Ja? Früher war es so, dass die Jugendlichen, die das Glück hatten, in bildungsprivilegierten Milieus groß zu werden, sich politisch engagiert, eingesetzt, diskutiert haben, ja? Das waren nicht unbedingt die Mitmachtypen. Ja? Heute hat man gerade in diesem Segment das Phänomen, ja, dass deutlich mehr als in der Gruppe der Lehrlinge beispielsweise von sich selber sagen, wir sind eine angepasste Generation. Ja? Zugleich betonen sie deutlich stärker, wir sind eine erfolgsorientierte Generation und eine Generation der Selbstoptimierer. Ja? Was heißt das nun? Das heißt, die sogenannten Bildungseliten passen sich an, steigen in den Wettbewerb ein, sehen Gleichaltrige als Mitbewerber, versuchen durch das Mitspielen im Wettbewerb für sich selbst Zukunftschancen zu schaffen. Das sind nicht die optimalen Voraussetzungen, ja, um ja, gesellschaftliche Utopien, soziales Engagement zu fördern. Ja. Was die Bildungsprivilegierten mit den weniger Privilegierten verbindet, ist, wie wir gesehen haben, dass beide Gruppen verunsichert reagieren. Stellt sich die Frage, warum? Nun, einerseits ist es so, dass natürlich junge Menschen heute sehr viele Möglichkeiten haben, einen relativ netten materiellen Lebensstandard erreichen. Also wir hier in Österreich haben ein gehobenes Wohlstandsniveau. Aber gleichzeitig stellen wir fest, dass gerade junge Menschen in eine sehr unsichere Zukunft gehen. Die ökonomischen Perspektiven sind sehr fragil. Wenig ist planbar, wenig ist sicher. Ja? Wenn man jetzt mit diesen jungen Menschen zum Thema Lebensplanung arbeitet, sagen die, lachen die. Die lachen einen aus. Ja? Die sagen, planen, das ist nicht mehr. Ja? Was soll man planen? Man kann sich
Ziele setzen in einem Zeithorizont von 3-4 Jahren, aber über längere Zeiträume hinaus zu planen, das ist doch naiv. Und da dieses Planen schwierig ist, ja, wird auch das Leben bzw. das Fußfassen in der Welt, die die Elterngeneration gestaltet hat, häufiger schwierig empfunden. Vor allem der Übergang von Ausbildung zu Beruf ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich habe Ihnen da Zitate mitgebracht aus unserem qualitativen Studienmodul der Generationenstudie. Da sagt eine junge Frau, Jungakademikerin, also knapp vor dem Studienabschluss, also planen ist irgendwie schwierig, die Bedingungen sind nicht so, dass ich sage, kann ich jetzt wirklich planen. Es braucht viel Glück und teilweise Connections. Ja? Leistung, Engagement allein ist nicht das, was zählt. Ja? Junge Menschen sind auch verunsichert, wenn sie die tagesaktuellen Berichte, die tagesaktuellen Medien verfolgen, die tagesaktuelle Berichterstattung verfolgen und sehen, dass sich eigentlich, dass ständig gestritten wird, dass Lösungen fehlen und dass sich langsam alles mehr, immer mehr zuspitzt. Ja, dass es zu einer sozialen und auch politischen Spaltung in unserer Gesellschaft kommt, auch hier einen Ort. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie es weitergeht, muss ich ehrlich sagen, weil sich immer mehr zuspitzt. Ja. Und dritter Punkt, der für uns ist, die Multioptionalität. Also wir leben in einer individualisierten Gesellschaft, da kann jeder scheinbar frei wählen. Ja. Das klingt so massiv nach Freiheit und nach was Tollem. Ja. Dankeschön. Die Möglichkeit zu wählen, ja, ist die eine Seite, ist die positive Seite. Sie beinhaltet aber auch eine andere Seite. Ja. Die Chance zu wählen bedeutet auch Zwang zur Wahl. Ja. Und junge Menschen müssen in sehr frühem Lebensalter wählen. Ja. Bedeutet Multioptionalität als Zwang, der Verunsicherung provozieren kann. Man weiß nicht, wie es weitergeht, man weiß nicht, welche Richtung einem liegt. Ja? Früher war das halt einfach, da hat man den Job der Eltern übernommen, erzählen Jugendliche in Interviews. Ja? Und da war diese Sicherheit gegeben und jetzt ist dieses, was mache ich, wo will ich hin oder was glaube ich eigentlich? Ja? Also auch die Welt der vielen Möglichkeiten ist etwas, das für Verunsicherung sorgt. Ja? Für die, die schon ein bisschen älter sind und ja, auf die heutige Jugend blicken, ist das oft schwierig nachzuvollziehen. Und noch schwieriger nachzuvollziehen ist die Wertewelt, in der junge Menschen leben. Die größten Missverständnisse, was Jugend von heute betrifft, sehe ich im Wertebereich. Wir vergessen immer, dass Werte auch etwas Zeitgebundenes sind. Ja, dass Werte in einen historisch-sozialen Kontext eingebunden gedacht werden müssen. Ja. Bei Jugendlichen fällt auf, dass sie weltanschaulich ganz schwach verankert sind. Ja. Wir haben in der letzten österreichischen Wertestudie, die unser Institut durchführen durfte, abgefragt, was Werte für junge Menschen bedeuten. Und da kommen dann so Aussagen wie ein Geländer, an dem man sich festhält und dann entfernt man sich auch wieder. Oder man muss sie einfach auf die Alltagstauglichkeit testen können, diese Werte. Und dann kann man aus Erfahrung lernen. Ja, und man kann entscheiden, ob Werte einen guten Zweck erfüllen oder ob sie überholt sind. Also es ist ganz ein anderes Werteverständnis als das des Durchschnittsösterreichers und der Durchschnittsösterreicherin im erwachsenen Alter. Was wir darüber hinaus beobachten, ist, dass wertebesetzte Begriffe, die wir tagtäglich in unseren Gesprächen verwenden, von Jugendlichen ganz anders verstanden werden als von älteren Menschen. Ja? Zum Beispiel selbstbestimmt sein. Wir haben halt mit einer Jugend zu tun, die will unbedingt selbstbestimmt sein. Je bildungsnäher, desto stärker ausgeprägt dieser Selbstbestimmungsanspruch. Ja? Im Fachchinesischen spricht man von Autonomiewerten. Also Autonomiewerte bei der heutigen Jugend ganz wichtig. Von meinem Generationenhorizont denken. Ja? Von dem Hintergrund dessen, wie ich Selbstbestimmung in meiner Jugendzeit zu verstehen gelernt habe. Ja? Und dieses Verständnis auch du heutige Jugendliche anwende, liege ich komplett falsch. Ja?
zu meiner Zeit war Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Autonomie emanzipatorisch gedacht. Das heißt, man wollte sich von etwas befreien, man wollte Freiheit für sich, ja, individuelle Freiheit, und man wollte sich gleichzeitig von dem System oder von Rahmenbedingungen, die man kritisiert hat, befreien. Ja? Heute bedeutet Autonomie die Chance, sein eigenes Ding durchziehen zu können. Selbstbestimmung als Freiheit, nicht mehr als emanzipatorisch gedacht, nicht mehr Freiheit von, sondern Selbstbestimmung im Kontext von Freiheit zu. Freiheit, das eigene Ding machen. Kämpferisch sein. Unsere Generationenstudie haben zum Thema kämpferische Jugend gearbeitet. Qualitativ nachgemacht, was bedeutet das? Das war für mich auch eine Erfahrung. Ich habe festgestellt, dass die kämpferische Jugend nicht die ist, die die Gesellschaft verändern will, sondern das ist die Jugend, die für eigene individuelle Zukunftschancen hat. Kämpferisch im Sinne von Wettbewerb. Ja? Kämpferisch im Sinne von, ich setze mich durch, obwohl ich nicht die optimalen Rahmenbedingungen habe. Ja? Soziale Gerechtigkeit. Ja? Ein Begriff, der die politische Debatte durchzieht. Ja? Soziale Gerechtigkeit hat für junge Menschen mit Umverteilung relativ wenig zu tun. Ja? Soziale Gerechtigkeit bedeutet Chancen für alle, vor allem aber für mich. Ja? Also für alle anderen, bitte, es soll diese Chancen auch für alle anderen geben, aber bitte, bitte auch für mich. Ja? Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, sehr genau hinhören, wenn wir mit Jugendlichen zu Politik, Weltanschauung, Werten arbeiten. Und wir müssen auch respektieren, dass für die heute Jungen auf der Werteebene vieles zusammengeht, was für ältere Semester nicht so unbedingt zusammenpasst. Alles geht mit allem zusammen. Ja? Solange es ein Geländer darstellt, an dem man sich festhalten kann, das vorübergehend Orientierung gibt und das alltagstauglich ist, das im Alltag funktioniert. Man sieht das auch sehr schön im Zusammenhang mit dem Migrationsthema. Ich habe Ihnen da ein Zitat mitgebracht, ein Statement von The XX, einer britischen Indie-Rock-Band. Da ging es um Multikulti und Miteinander. Und da sagt ein Bandmitglied in einem Interview etwas sehr Kluges drauf. Das Bandmitglied sagt, together ist ein schönes Wort. Aber etwas zu südlich für mich. Coexist ist barscher und ehrlicher. Also das heißt, Jugendliche würden in der Migrationsdebatte vermutlich auch einen ehrlichen, vielleicht etwas barscheren Zugang erwarten. Und wenn wir sie in die Migrationsdebatte einbeziehen wollen, müssen wir natürlich auch sehen, wie sie soziales Miteinander in ihrem Alltag konzipieren. Sie sind nicht grundsätzlich intolerant, nicht einmal die, denen ja schon ein großes Schild umhängt, ich bin nicht unbedingt der große Ausländerfreund oder die Ausländerfreundin. Ja? Auch die sind nicht intolerant. Ja? Aber sie haben ganz einen anderen Toleranzbegriff als viele tolerante Erwachsene, weltoffene Erwachsene, Kosmopoliten, Kosmopolitinnen höheren Alters. Ja? Für Jugendliche gilt, Toleranz ist, wenn man vieles akzeptiert, wenn man auch die Meinung anderer akzeptiert und sie so denken lässt, wie sie denken wollen. Aber jetzt habe ich in einer Folie unterschlagen. Und Toleranz ist, wenn man den Menschen so akzeptiert, wie er ist und nicht versucht, ihn anders zu machen. Ganz, ganz ein zentraler Punkt. Und noch zentraler, die Antwort auf die Frage, die Jugendliche liefern, wo Toleranz denn endet. Toleranz endet dort, wo man im eigenen Lebensvollzug eingeschränkt ist. Das erklärt, warum Jugendliche aus weniger privilegierten Milieus nicht die Parade Migrationsoptimisten und Migrationsoptimistinnen sind. Das heißt, diese Jugendlichen empfinden Migranten, Migrantinnen sehr oft als konkrete Bedrohung ihrer persönlichen Zukunftschancen. Und da endet dann die Toleranz. Ja? Und wenn für diese Jugendlichen Zukunftschancen gegeben wären, würde gelten, solange sie mich so sein lassen, wie ich will und so tun, wie sie tun, bin ich tolerant. Diese Jugend, über die wir hier sprechen, ist eine Jugend, die
in vielen sehr angepasst reagiert, als sehr leidenschaftslos durch den Alltag navigiert. Positionen beziehen, das ist nicht so ihr Ding. Was wir von Seiten der Jugendforschung durchaus mit ein wenig Bauchweh beobachten, ist das Sinnfragen. Ja? Also dieses, wie wollen wir eigentlich leben? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was kann Politik dazu beitragen, dass wir gemeinsam ein gutes Leben in unserer Gesellschaft führen? Ja, was können wir selber beitragen? Wie können wir politisch aktiv werden? Dass das die meisten nicht interessiert. Sinnfragen stellen sich für diese Generation kaum. In der psychologischen Forschung sagt man, man hat halt mit einer Generation zu tun, die in hohem Maße existenziell indifferent ist. Schon wieder so ein bauchchinesisches Vokabel. Was heißt das? Existenziell indifferent sind Menschen, die sagen, mein Leben hat zwar eigentlich keinen Sinn, aber deswegen habe ich noch keine Sinnkrise. Ja? Also Menschen, die im Leben keinen Sinn finden, aber deswegen nicht in die Sinnkrise oder nicht einmal die Sinnfrage driften, ja? Sondern sich ablenken. Die Daten zeigen, das sind vorwiegend junge Menschen, technikaffine Menschen. Ja? Also die digitale Jugend, von der wir hier heute sprechen. Ja? Ablenkung. Die Generation, über die wir jetzt sprechen, ist eine riesengroße Herausforderung für die Jugendpolitik und sie ist eine große Herausforderung für die politische Bildungsarbeit. Warum? Die Distanz zur Politik ist riesengroß. Die Erwartungen ebenso. Ja? Wenn man mit Jugendlichen zum Thema Institutionenpolitik spricht, sagen sie, wir haben Anführer satt, wir wollen einfach nur, dass die Dinge funktionieren und zwar richtig. Wieder ein Zitat aus der Popkultur, das die breite Mehrheit der österreichischen Jugendlichen unterschreibt. Ja? Wenn Jugendliche auf das tagespolitische Geschehen blicken, ja, werden sie sehr kritisch. Da sagen sie dann, boah, eine Ansammlung von Dampfplauderern, Selbstdarsteller, ein Karussell, das sich ewig um sich selber dreht, weitergehen tut nichts. Und wenn man dann nachfragt, was denn wichtig wäre, was ihnen wichtig wäre, was Politik für sie machen könnte, werden sie sehr konkret. Generationenvertrag, darüber sollte man diskutieren. Leistbares Wohnen, gerade in den urbanen Ballungsräumen unter dem Titel Gentrifizierung diskutiert. Die deregulierten Finanzmärkte, kann doch nicht sein, dass die Politik da keine Steuerungskompetenz zeigt. Die Migrationsgesellschaft, die Bildungsreform lässt auf sich warten. Natürlich wollen wir alle sichere, halbwegs gut bezahlte, unbefristete Jobs. Ja, also die To-Do-Liste ist ganz klar. Jetzt würde ich um die nächste Folie bitten. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht. Ja, und ich bin den Veranstaltern und Veranstalterinnen sehr dankbar, dass diese Folie nicht hinausgekickt wurde, weil diese Zahlen will eigentlich in Österreich niemand hören. Ja, diese Zahlen sind immer wieder Thema in Interviews mit österreichischen Innenpolitikjournalisten und Innenpolitikjournalistinnen. Schreiben tut es ihnen nur niemand, ja, weil es nicht so ganz ins System passt. 86% der 16- bis 29-jährigen Österreicher und Österreicherinnen meinen, unter den Fehlern der heutigen Politik werde ihre Generation in Zukunft leiden. 81% haben wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die Politik. 60% sagen, es ist sinnlos, ein Leben auf lange Sicht zu planen, weil heute alles unsicher geworden ist. Und 92% der 16- bis 29-Jährigen finden, dass in der Bundesregierung derzeit niemand wirklich sich gut für die Anliegen junger Menschen einsetzt. Ja, normal sein. Ne? Wie gesagt, diese Zahlen will niemand hören und dennoch, man muss sie auf den Tisch legen und darüber diskutieren, was kann man tun. Ne? Jugend, die so frustriert ist vom politischen Establishment, ist sicher nicht Jugend, die bereit ist, die Ärmel aufzukrempeln und mitzumachen. Ja, das ist das eine. Das zweite, diese Jugend ist natürlich auch durch die Mediendemokratie geprägt. Und da sind wir jetzt bei den Medien, beim Kernthema dieser Tagung. Ja, sie sind sozialisiert in einer Zuschauerdemokratie. Über die Medien erfahren wir ständig, was in der Politik passiert und wir schauen zu und bewerten, wie sich die Akteure und Akteurinnen auf der Bühne der großen Politik bewegen. Das heißt, wir bewerten Inszenierungskompetenz und wir bewerten den Output. Ja?
Wobei Jugendliche in beiden Bereichen gnadenlos sind. Politik muss Output liefern. Von ihnen wird im Bildungssystem, im Beruf verlangt, dass sie Output liefern. Politiker, Politikerinnen sollen das auch. Und natürlich Politiker, Politikerinnen sollen nicht wie klassische Politiker, Politikerinnen daherkommen, langweilig. Also Inszenierungskompetenz wird auch bewertet. Und da sind sie knallhart. Ja? Diesen Punkt muss man sehen, einen weiteren Punkt muss man natürlich auch sehen, die Bedürfnisse der Jugendlichen. Jugendliche wollen mit ihren Bedürfnissen gehört werden, sagen wir es mal so. Ja? Und das klingt einfacher, als es ist, weil diese Bedürfnisse differenzieren aus. Die Jugend als in sich geschlossene Gruppe gibt es nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse nach Alter, nach Geschlecht, nach Sozialposition, in der man ist. Ja? Auch nach Lebensphase, Lebenszyklus. Und darauf muss Politik reagieren. Die nächste Folie, bitte. Ich habe Ihnen hier nochmal Daten mitgebracht aus unserem aktuellen Generationenmonitor. Da sieht man schon, wir haben die Leute gefragt, wofür sich Parteien in ihrem Bundesland einsetzen sollten. Und ich habe extra die Bundeslandgeschichte mitgebracht, weil das jetzt eine Bundesländerveranstaltung ist, also eine Veranstaltung in Oberösterreich. Ja? Und Oberösterreich unterscheidet sich da nicht von Restösterreich. Wir haben uns auch die Bundesländerbreaks angeschaut. Es gibt Unterschiede zwischen bildungsnahen Jugendlichen und Jugendlichen mit mittlerer und niedriger formaler Bildung. Also Lehrlinge, BMS-Absolventen, Absolventinnen und Pflichtschulabsolventen, Absolventinnen. Ja? Was man ganz generell feststellen kann, ist, dass die materielle Frage, die materielle Existenzsicherung in den sozial weniger privilegierten Milieus natürlich ein viel größeres Thema ist. Da geht es dann beispielsweise um Angebote für leistbares Wohnen, um junges Wohnen, Politiker und Politikerinnen, die sich für junges Wohnen einsetzen. Und es geht natürlich auch um die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wobei das hier heißt, dass junge Menschen ihre Leistung bringen wollen, aber natürlich nicht zugunsten anderer, sondern selber davon profitieren möchten. Das heißt, Sozialmissbrauch bekämpfen, Lebensqualität im Bundesland ist ganz, ganz zentral. Ja? Mehr Sicherheit im Bundesland ist für Jugendliche, die eine Lehre machen oder die einen Pflichtschulabschluss vorweisen können, viel, viel wichtiger. Und auch der Wirtschaftsstandort. Ja? Das Bundesland, im Bundesland sollte der Wirtschaftsstandort gestärkt werden, weil dann haben wir Jobs, dann haben wir Zukunftsperspektiven. Also das heißt, die Jugendlichen sagen der Politik schon ganz klar, was zu machen wäre, aber sie haben das Gefühl, es passiert nicht wirklich so. Bitte um die nächste Folie. Noch ein weiteres kommt hinzu. Jetzt reden wir über diese Jugendlichen, ich habe gesagt, die differenzieren aus. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt unterschiedliche Bedarfs- und Problemlagen. Ja? Und es gibt natürlich ein unterschiedliches politisches Selbstverständnis. Die, die schon ein bisschen älter sind, die ordnen immer so auf der Links-Rechts-Skala ein. Was wir beobachten bei Jugendlichen, links-rechts, das funktioniert nicht mehr so wirklich. Was rechts ist, weiß man. Das ist fremdenfeindlich, ja? Migrationskritisch, das ist rechts. Aber was ist links? Ja? Junge Leute können nicht wirklich definieren, was links ist. Ja? Und so wie ich schon gesagt habe, bei den Werten, sie mischen ja ganz für mich irritierend durcheinander. Auch hier nochmal ein Vorbild, ein Rollenmodell aus der Popkultur, Lana Del Rey. Sie sagt, ich würde sagen, dass ich konservative Tendenzen mit linken Sehnsüchten habe. Ich habe traditionelle Werte, aber einen untraditionellen Lebensstil. Ja? Und was ist da das Problem? Für diese Generation gibt es keines. Ja? Das, was man darüber hinaus feststellt, ist, dass natürlich diese politische Polarisierung großes Thema ist bei Jugendlichen, aber die wird nicht primär auf der Links-Rechts-Skala verortet. Da geht es eher so um dieses liberale Weltbürgertum oder Weltoffenheit und auf der anderen Seite dieser eher autoritäre Nationalismus. Ja? Bitte um die nächste. Zeitgeist bei Jugendlichen ist, wie es Frau Reinbacher schon in der Anmoderation erwähnt hat, nicht mehr unbedingt für etwas zu voten, sondern gegen etwas zu voten. Ich habe darauf hingewiesen, die breite Mehrheit der Jugendlichen findet es gut, wenn man vom Wahlrecht Gebrauch macht. Ja, und weist auch darauf hin, dass Wählen Staatsbürgerpflicht und Staatsbürgerinnenpflicht ist. Ja, aber man wählt nicht die, wo man glaubt, dass die Gesellschaft gestalten soll, ja,
sondern man teilt eine Ohrfeige aus gegenüber jenen, wo man glaubt, die sollten das nicht. Ja? Also das heißt, abwählen ist das neue Wählen. Und vor allem in den weniger privilegierten Milieus, in den Milieus, die verunsichert und zugleich unzufrieden sind. Ja? Und in der öffentlichen Jugenddebatte, wie ich glaube, zu Recht vorhalten, dass sie mit ihren konkreten Bedürfnissen, Interessen, Bedarfslagen ja, weitgehend ignoriert werden. Ja? Wir reden immer über die engagierte bildungsneue Jugend, die Gymnasiasten. Was ist mit den Lehrlingen, wo politische Bildung nicht wirklich so funktioniert? Das müssen wir sehen. Wir müssen auch sehen, dass natürlich auch bei den Gymnasiasten viel Politikskepsis vorherrscht, dass man sich auch da kritisch äußert. Und wir müssen gleichzeitig beobachten, was passiert. Die Jugendlichen gehen eben nicht auf die Straße. Die sind nicht renitent, die sind nicht lästig und schwierig wie früher. Die ziehen sich zurück. Ja? Also wir beobachten hier einen Politik-Eskapismus in gewisser Weise, kombiniert mit dem Cocooning 2.0. Cocooning bedeutet, man zieht sich so in die eigenen kleinen sozialen Welten zurück, gibt sich mit seinen Freunden ab. Ja? Das macht man halt, wenn man Jugendlicher ist, wenn man Durchschnittsjugendlicher ist. Ja? Das macht man und man beschäftigt sich mit dem Web 2.0. Ja? Also Cocooning 2.0. Das Private, das war mal politisch, heute ist das Private privat. Ja? Der jugendkulturelle Mainstream ist ebenfalls sehr stark rückzugsorientiert. Früher haben wir jugendkulturorientierte Jugendliche gehabt, die auf der Straße aufgefallen sind, ja? Die sich expressiv inszeniert haben. Heute fallen jugendkulturorientierte Jugendliche nicht mehr auf. Da, wo sie sich jugendkulturell geben, da haben wir keinen Zugang. Das sind ihre Web 2.0-Communities. Ja? Und wenn wir versuchen, mit diesen Jugendlichen ein politisches Gespräch einzusteigen, stellen wir fest, dass sie sich im Gespräch nicht gar so gern scharfkantig positionieren. Die sagen, boah, er oder sie ist sympathisch oder dieses oder jenes Argument ist interessant, aber nicht passt für mich oder geht gar nicht. Ja? Grundsätzlich muss man natürlich auch sehen, dass es neben dieser breiten Mehrheit, neben diesem Durchschnittsjugendlichen, den ich da jetzt mal so in den Raum stelle, auch Spitzesegmente gibt, links wie auch rechts. Ja? Und die sind ganz stark digital, also in politischer Hinsicht digital koordiniert oder koordinieren sich digital. Ja? Wobei Politik und digitales Event nahezu das Gleiche bedeutet. Ja, wir haben es in den Engagementmilieus, in den bildungsnahen Engagementmilieus, Protestbewegungen, die eigentlich eher so Proteststernschnuppen sind, da können wir es beobachten. Ja, da organisieren sich Jugendliche über Web 2.0-Tools entlang von Themen, die ihnen im Moment total wichtig sind. Ja, und entwickeln da, verschneiden die Online-Welt ganz massiv mit der Offline-Welt. Koordinieren sich, kommunizieren über Online-Medien und sind in der Offline-Welt dann auf eine sehr aktionistische Art und Weise, auf eine aus meiner Sicht sehr spannende aktionistische Art und Weise politisch aktiv. Ich zeige Ihnen dann gleich ein paar Beispiele. Boycott-Initiativen, Carrot-Mobs oder Green Gyms wären da zu nennen. Am anderen Ende der politischen Skala beobachtet man natürlich Ähnliches. Ja, ganz stark ins Auge fallen mir derzeit die Identitären, die sind zwar quantitativ nicht so wahnsinnig bedeutend, aber nachdem ich an mehreren österreichischen Universitäten Lektorin bin, beobachte ich, was da so im jungakademischen Milieu abgeht. Ja? Zu meiner Zeit wäre das ja nicht denkbar gewesen, dass man am Damen-WC Kleber von einer rechtsextremen Gruppierung aufhängt und kein Studierender kritzelt drüber, kein Linksorientierter. Heute ist es so, das fällt niemand auf. Und wenn man Studierenden dann darauf anspricht, ja, sagen sie ja, na, wir dürfen sie ja gar nicht abnehmen, weil das macht der Hauswart, der muss das dokumentieren, der muss das zuerst fotografieren und dokumentieren. Und dann diskutiert man mit den Studenten drüber, ja, man ist ein bisschen ratlos, dann diskutiert man drüber und sagt, na, wie findet ihr das? Die sagen, wir sind die Guten, ein Reframing, ja, wir sind die Guten, die Identitären, wir sind die Guten. Dann kommt der große Aha. Ja. Das heißt, jeder ist so in seiner Nische drin. Und dass sie sich aneinander reiben oder der offene Kampf um Deutungshoheit, der fehlt in dieser digital eventisierten Politikwelt, in der sich die politisierte Jugend bewegt.
Ich bitte um die nächste Folie. Hier habe ich Ihnen so in Screenshot-Form ein paar visuelle Eindrücke von diesem aktionistischen politischen Initiativen junger Menschen mitgebracht. Ja, ganz oben, da sehen wir die Klobürstenproteste, das hat es vor einigen Jahren in Hamburg gegeben, nachdem junge Menschen gegen, also eigentlich für leistbares Wohnen auf die Straße gegangen sind und dann diese Proteste niedergebügelt wurden von der Polizei. Und dann ist so das Linksaußeneck, ja, die Linksautonomen sind da sehr böse geworden und haben Klobürstenproteste organisiert. Finde ich super originell. Mit Klobürsten gegen Staatsgewalt. Finde ich super. Ja? Faktum ist, dass man einige Zeit später dann nicht mehr darüber spricht. Ja? Und das leistbare Wohnen in den großen Städten Europas für Jugendliche einfach nach wie vor nicht gegeben ist. Ja? Sondern der Trend in ganz andere Richtung geht. Daneben ein Beispiel, eine Initiative aus der Schweiz. Da haben sich Jugendliche zusammengeschlossen und haben ein Carrot Mob veranstaltet. Was ist das? Das ist eigentlich ein ins Positiv wendendes Boykott-Prinzip, also Kaufboykott. Ja, das ist bei Jugendlichen ja ganz gängig, dass man über Konsumverhalten sich politisch artikuliert. Ja? Dass man sagt, diese Marken sind nicht korrekt, ja, die meide ich. Carrot Mobs setzen anders an, das heißt, Jugendliche versprechen einem Betreiber eines Geschäfts, das Geschäft zu stürmen, wenn dieser Betreiber im Gegenzug verspricht, etwas zu spenden, zum Beispiel für Klimainitiative oder für soziale Initiative. Oder Green Gym, Konzept, das in Großbritannien patentiert wurde. Ja? Gemeinwesenarbeit, wieder Instandbringen von Parkanlagen, ja? Koordiniert über Facebook. Und drunter haben wir die Identitären, Reframing. Wir sind die Guten. Identitäre helfen Flutopfer aus Bayern. Wir reisen an. Ja? So, das geht ab. Ich habe jetzt gerade den Hinweis gekriegt, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Und bitte um die nächste Folie. Ja? Ich bin dann schon eigentlich bei dem, was uns jetzt im nächsten Schritt beschäftigen muss. Wir haben jetzt gesehen, wie es jetzt ausschaut. Wir müssen uns fragen, wie geht es weiter? Da gibt es aus meiner Sicht mehrere Szenarien, die ich noch ganz kurz anteasen möchte. Szenario 1. Die verunsicherten Ja-Sager formieren sich zur Generationselite, also die erreichen Dominanz. Ja, die machen Postpolitik zum neuen Ding, also Politik, die nicht auf weltanschauliche Debatten, nicht auf Grundsatzdebatten abzielt, ja, sondern die sehr nutzenorientiert, sehr sachorientiert ist, wo man sich von der Politik was abholt, aber sonst kümmert man sich eigentlich nicht. Ja. Das heißt, am Wahltag geht man wählen, aber das war es auch schon. Ja. Und sonst sieht man sich lieber in die Web 2.0 Welten und so die Harmonie der eigenen kleinen Wohnung zurück. Ja? Ich denke mal, dieses Szenario müssen wir im Auge behalten. Das wäre so das Mehrheitsfähigste. Ja? Und wir müssen natürlich auch kritisch hinterfragen, wohin jugendpolitische Strategien in Österreich und in Europa gehen, inwieweit das kompatibel ist. Ich habe Ihnen da nur ein Beispiel mitgebracht in der österreichischen Jugendstrategie. Ist als Ziel formuliert, dass man die Wahlbeteiligung der Jugendlichen erhöht. Die beteiligen sich an der Wahl und trotzdem pfeifen sie auf Politik oder Engagement. Ja? So, gut, erstes Szenario. Zweites Szenario. Es könnte natürlich auch sein, dass sich kritischer Geist formiert. Ja? Allerdings in der Form, wie wir es heute beobachten. Kritischer Geist formiert sich, wird mehrheitsfähig bei Jugendlichen, allerdings lokalisiert sich dieser kritische Geist in kleinen Blasen. Das heißt, diese Politikblasen untereinander stehen nicht in Austausch. Es kommt nur zu einer Grundsatzdebatte. Ja? Der Protest, den man zeigt in diesen Blasen, der wird nicht mehr adressiert. Ja? Und letztendlich bedeutet das, dass junge Menschen für sich einen anderen Weg, ein anderes Leben suchen oder Gemeinschaft anders gestalten, aber dass die Gesellschaft die gleiche bleibt. Ja? So. Ich habe unlängst ein Interview mit einer jungen Frau geführt, die hat gesagt, ja, meine antikapitalistischen Aussteigerfreunde. Ich habe gesagt, erzähl einmal, was ist mit denen? Und dann sagt sie, ja, Gesellschaft verändern tun die eigentlich nicht. Die machen ihr eigenes Ding. Ja? So. Das ist eigentlich ein Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen Prinzips. Ja? Und dann gibt es noch ein weiteres Szenario. Ja? Die ich als unheimliche Revolutionäre und Revolutionärinnen bezeichne. Ich weiß nicht, ob Sie die Debatte um die Generation Y mitverfolgen.
In Deutschland ist ganz, ganz populär, dass man die Generation Y als heimliche Revolutionäre beschreibt und eigentlich so als die Wunderwutzis oder die großen Hoffnungsträger für Gesellschaft und Wirtschaft. Die, über die man spricht, das ist, die gibt es, aber das ist ganz ein kleiner Ausschnitt aus den Bildungseliten. Ja? Und viele, viele entsprechen diesem Bild nicht. Vor allem diejenigen, die auf der sozialen Stufenleiter weiter unten stehen. Und die, die auf der sozialen Stufenleiter weiter unten stehen, die bezeichne ich jetzt als unheimliche Revolutionäre. Das sind aus meiner Sicht diejenigen, die ja, Zielgruppenpotenzial für Identitäre und Co. für neue Rechte darstellen. Ja? Und ja, das sind diejenigen, die sagen, abwählen ist das neue Wählen. Ja? Das sind auch diejenigen interessanterweise, die sagen, wir wollen mehr direkte Demokratie. Ja? Aber eine direkte Demokratie mit dem Anspruch mitzugestalten, ja? Sondern direkte Demokratie als Absage an die repräsentative Demokratie. Ja? Also wenn die Deutungshoheit gewinnen, also es ist auch nicht die Gesellschaft, die ich mir wünschen würde, sage ich mal ganz kurz. Und dann haben wir noch ein viertes Szenario. Ich bitte um die nächste Folie. Natürlich ist auch denkbar und aus meiner Sicht gar nicht so unrealistisch, dass diese drei Szenarien ineinander spielen und sich wechselseitig inspirieren. Ja? Und da entstehen dann ganz eigene Dynamiken, auf die wir, glaube ich, alle nicht vorbereitet sind. Ja? Das Einzige, was uns da noch helfen kann, ja, ist, uns damit näher zu beschäftigen, was den Unterschied zwischen Lebensbedingungen, die heute Junge vorfinden, und Lebensbedingungen, die junge Menschen in der Zeit, als ich jung war, vorfanden sind. Ja? Und dann landet man eigentlich auch wieder im Web 2.0. Ich habe Ihnen da einen Screenshot Tumblr mitgebracht. Ja? Unsere Generation. Was ist unsere Generation? If time is money, I have no time. Ja? Wir sind die Generation, die die beste Bildung vorweisen können, ja? Und die trotzdem relativ marginale Chancen haben. Ja? Und wir sind die Generation, der man unterstellt, dass sie politikdistanziert sei, und gleichzeitig sind wir die Generation, die ganz selbstbewusst meint, ihr Politiker seid jugenddistanziert. Ich habe Ihnen da zum Schluss noch ein Zitat mitgebracht. Wieder aus einem Interview mit einer jungen Frau in Wien. Sie sagt, ich glaube gar nicht, dass die Politiker wissen, wie wir denken. Vielleicht sehen Sie die Zahlen. Weißwähler und Leute, die sich nicht an der Wahl beteiligen. Und das ist für Sie vielleicht ein bisschen besorgniserregend. Aber ich glaube nicht, dass Sie nachfragen, was ist mit euch los? Ich glaube, wenn wir den Dialog mit der Jugend, den politischen Dialog mit der Jugend führen wollen, müssen wir zuerst mal fragen, was ist euch los? Was ist mit euch los? Ja? Und das ist, wie ich denke, sowohl für die Jugendpolitik als auch für die politische Bildungsarbeit die große Herausforderung. Ich sage mal fürs Erste ganz herzlichen Dank und werde hoffentlich jetzt mit vielen Fragen bombardiert.